Willkommen zu einer Runde Bed Wars 4x2 mit dem Vollstandshub. Hallo. Ha! Auf jeden Fall rede ich heute über meinen Umsatz auf YouTube. Grün hackt. Ja, grün hackt. Reporten. Und zwar geht es um meinen Umsatz auf YouTube, wie gesagt. Denn da wird das alles ein bisschen falsch interpretiert. Mir wird vorgeworfen, sorry, ich war ein bisschen lauter als sonst. Mir wird vorgeworfen, ich mache das nur wegen Geld, von aber wenigen. Und dass ich klickerler Hurensohn bin. Und das wird fast jedem zugeworfen, gegen die Fresse geklatscht, whatever. Und das möchte ich mal eben aufklären, vielleicht hält dann der ein oder andere mal seine Klappe. Und zwar sollte man YouTuber nicht verurteilen, dass die mit ihrem Hobby Geld verdienen. Ich kam spontan auf das Thema, als ich auf einer Suche nach einem Thema war, und der Typ baut extrem schnell. Wir werden verlieren, wenn der nicht reportet wird. Und ja, auf jeden Fall solltet ihr nicht die Leute verurteilen, dass sie mit YouTube Geld verdienen. Denn ich vergleich's mal, oder vergleich's mal mit euch. Ihr spielt Fußball. Angenommen, okay, Peter, es ist Peter. Okay, Peter spielt Fußball und Peter ist gut im Fußball. Und geht in einem Verein und spielt in einer Liga von Jugendlichen und da ist ein Turnier und er bekommt dafür Geld. Wird er dafür gehatet? Nein. Das ist voll das gute Beispiel. No joke. Ja, ehrlich so. Wird er dafür gehatet? Nein. Und warum nicht? Ja, weil er halt gut da drin ist und gelb kommt. Und man sollte, also ich finde, das ist ein bisschen undankbar, denn wenn man aktiv Videos schaut oder YouTuber schaut, ich denke mal, viele meiner Hater schauen auch sehr viel YouTube, denn sonst kommt man halt nicht dazu, irgendwie Leute zu haten und Zeit auf der Plattform zu verbringen. Auf jeden Fall sollte man erstmal nachdenken. YouTuber kriegen laut Social Blade viel mehr Geld, als es eigentlich ist, denn da steht halt dann immer eine Spannweite von dem Minimum, was sie pro Monat verdient haben je in 30 Tagen und das Maximum, was sie durch einen Hype ausgerechnet auf 30 Tage, also hochgerechnet, bekommen. Und bei mir sind das in dem Fall 120 Euro oder 111 Euro, keine Ahnung. Und ich verdiene tatsächlich nur zweistellig und nicht dreistellig. Und Und das sollte man einfach mal so sich durch den Kopf gehen lassen. Ich monetarisiere per Werbung. Ich darf das sagen. Diese ganzen Leute, die sagen, man darf nicht sagen, die labern Müll. Unser Clan füllt sich mal wieder. Auf jeden Fall, macht YouTube. Macht, was euch Spaß macht. Verdient Geld mit eurem Hobby. Deswegen, zum Beispiel, haben wir es gerade auch in der Schule. Bald ist ja auch für mich Zeit, irgendeinen Job so sich mal zu entscheiden. Und man sollte einfach seinem Hobby nachgehen und wenn man das Hobby mit dem Job verbinden kann, ist es umso besser. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt Spaß an eurem Job. Dann wird das. Ach, Finn. Und nochmal danke. Ich habe jetzt extrem viele Aufrufe bekommen bei dem Video mit Tim, also Z-Hype. Oder bei beiden Videos. Bei beiden Videos mit Tim. Und der Finanz kickt wieder. Hast du ihn reported? Auf jeden Fall finde ich es gut, dass Leute hinter mir stehen und den Adblocker zum Beispiel ausmachen, um mich zu unterstützen. Ich bin Schüler, ich freue mich, wenn ich Geld verdiene, aber ich mache es nicht wegen YouTube. Ich mache es nicht wegen Geld, sondern ich mache es einzig und allein, damit ich halt euch unterhalten kann. Und das Geld ist ein cooler Nebenfaktor. Oh, hol ihn. Oh, oh. Warte mal. Oh, der baut. Hä, was macht der? Guck mal. Er hat sich volle Kuh gemacht, aber ist egal. Also Leute, vielleicht kriegen wir den noch, es wäre auf jeden Fall richtig sick. Ich kann es nochmal zeigen, eben, wollte es auch schon zeigen. Ich bin jetzt Top 10 in Bed Wars und werde es auch weiterhin halten. Ich versuche, ich habe übrigens kein 4-Mark gespielt diesmal. Und, oh, als ob. Okay, ich würde einfach sagen, das war's. Mann, wir haben jetzt 4 Runden hintereinander verkackt und halt aufgenommen und alles verloren, aber ist egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal dran. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Grüße an Finn. Tschüss. Tschüss.